Ich bin Sanna. Ich begeistere mich total für authentische Führung, für klare Führung, für Führung, wo du dich wiederfindest. Und ich habe Lust, heute in dem Video mal dem Wort Macht so ein wenig nachzuspüren. Weil Führung ist ja mit Macht verbunden und Macht ist so ein Wort, das ich oftmals als sehr belastet wahrnehme. Wenn ich Macht habe, bestimme ich dann über andere? Was ist Macht überhaupt? Im Gegensatz zu Ohnmacht. Macht kommt von der Etymologie des Wortes, vom Ursprung von machen. Macht habe ich dann, wenn ich was machen kann. Macht habe ich dann, wenn ich was verändern kann, was gestalten kann. Ich nehme mir Macht, wenn ich hinschaue, wo mein Wirkungskreis ist, also wo die Faktoren in meinem Leben, in meinem Job, in jedem Bereich meines Lebens sind, wo ich was verändern kann. Und dann wird dieser Machtbereich, dieser Wirkungskreis auch größer. Das kannst du auf jedes Thema anwenden. Ich nehme zum Beispiel mal das Thema Nachhaltigkeit. Du kannst beim Thema Nachhaltigkeit überlegen, dass eh alles nichts bringt. Das geht übrigens immer bei jedem Thema. Und das meine ich überhaupt nicht. Ja? Sondern ich meine, dass du dir überlegst, wo kann ich was verändern? Wo ist mein nächster kleiner, resilienter Schritt, auch regenerativer Schritt, wo ich gut in meinem Leben was integrieren kann, was verändert, ohne dass ich mich total überfordere damit, sodass ich kleine Schritte gehen kann. Und dann bist du in deinem Wirkungsraum und dann wird der auch größer, weil du immer mehr kleine Schritte gehst und dann konzentrierst du dich ja darauf, was du machen kannst und machst es auch, kriegst es auch auf die Straße. Und so fühlt sich das an, gut an beim Thema Nachhaltigkeit. Und beim Thema Führung ist es genau das Gleiche. Wenn du dich auf deine Macht konzentrierst, auf das, was du machen kannst, wo du verantwortungsvoll was verändern kannst, dann überlegst du dir, wo sind die Wege zwischen den Mauern, zwischen den Bäumen, wo kann ich eine Lösung finden? Und ich arbeite ja viel im Kontext Schule, wo man jeden Grund hat oder haben könnte, eher die Wände zu sehen und zu sagen, es geht im Kontext Schule, gibt es oft diesen Satz, es geht eh nicht, das geht nicht im Kontext Schule, du kennst wohl Schule nicht, das geht da nicht. Stopp. Doch, wir können schauen, wie das gehen kann. Ich kann ganz viel auch im Kontext Schule tun und mir überlegen, wo kann ich Wege finden, die vielleicht noch nicht da sind. Ja, dann muss ich sie bauen. Vielleicht bin ich nicht bereit, sie zu bauen. Auch in Ordnung. Und zu sagen, es geht nicht, ist der ohnmächtige Weg. Ja, und ich kann natürlich auch anerkennen, dass manche Wege im Sand verlaufen oder sehr viel Energie von mir brauchen und dass ich lieber andere Wege gehe und das nenne ich gerne Strategie. Und auch Strategie, dieses Wort erlebe ich oft sehr gefärbt. Für mich ist Strategie und Macht, das gehört zusammen. Wenn ich mich machtvoll erlebe und mich konzentriere auf das, was ich verändern kann und mich als Selbstwirksamkeit wirksam erlebe, dann ist es ein gutes Gefühl für mich. Das ist ein positives Gefühl. Das ist auch was, was in Schule absolut seinen Platz hat, weil ich das weitergeben kann an die Kinder und Jugendlichen. Ja, ich kann was tun, ich kann was verändern, ich kann meinen Blickwinkel verändern, ich kann meinen Rahmen, in dem ich ein Thema sehe, verändern. Und das ist ganz wichtig. Und das Thema Strategie ist praktisch der Weg dahin. Wie mache ich das? Und ich finde eine Strategie, sich zu überlegen, was wahnsinnig Tolles und Gutes und auch wieder was Selbstwirksames und Kraftvolles. Es hat nichts mit Manipulation zu tun. Ich erlebe oft, dass das Wort Strategie so in die Richtung, jetzt manipuliere ich andere für meine Zwecke. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint und entkoppel das mal bitte bewusst.
Ja, eine Strategie ist per se nicht positiv oder negativ. Da geht es einfach darum, dass es wie ein Weg, wie ich von A nach B komme, wo ich mir diesen Weg in kleine Etappen aufteile und sage, zuerst gehe ich dahin, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin, da gehe ich dahin. Das ist meine Strategie. Es ist im Prinzip ein anderes Wort für Plan. Und die Strategie erlebt mich, also macht mir ein großer Berg gebar, weil ich mich auf den nächsten Schritt konzentriere und den tatsächlich handhabbar und gebar für mich mache. Und das liebe ich total. Gehbare Schritte, wo ich weiß, also jetzt kann ich das Thema mal ruhen lassen. Erst nächsten Monat gehe ich jetzt den und den Schritt und dann habe ich mir schon überlegt als Beispiel. Ja, also es geht auch immer darum, dass nicht alle Themen gleichzeitig aktiv sein müssen, sondern dass ich Themen ganz bewusst wie in so einen Winterschlaf legen kann. Oder ich nutze ganz gerne das Bild von einem Topf, da lege ich den Deckel drauf, mache den Herd aus und dann kann der da stehen. Bin ich ganz aufgeräumt mit. Was hingegen mich gar nicht aufgeräumt macht, ist, wenn ich ganz, ganz viele Töpfe auf dem Herd habe und da ganz viel Feuer drunter ist. Ja, da muss ich nämlich rühren und tun und machen und gucken, dass nichts anhängt, nichts verbrennt und so weiter. Und wenn du mit diesem Bild mal gehst, zu gucken, wie viele Töpfe hast du gerade aktiv? Und welche Töpfe brauchen gerade deine Aufmerksamkeit besonders, weil du da eine gute Strategie gerade hast und du möchtest da auch weitergehen? Und welche Töpfe kannst du ganz bewusst zumachen, Deckel drauf, ausschalten, stehen lassen, vielleicht sogar wegräumen? Ja, und da steckt ganz viel Stärke, Selbstwirksamkeit, Macht, Strategie drin, die du für deine Führung nutzbar machen kannst. Und mein System, mit dem ich arbeite, sind die 7 Räume der Führung. Das ist mein Buch. Und wenn du neugierig bist, sei so gerne bei einem meiner nächsten Angebote dabei. Die findest du auf meiner Webseite, bei Instagram oder auch hier bei YouTube unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und danke für alles, was du mit Macht, mit Veränderungswillen, mit Beharrlichkeit tust. Ob im Kontext Schule oder in einem anderen Kontext. Wir sind alle Weltveränderer und Weltveränderinnen. Und da freue ich mich total drüber. Deine Sandra.